Willkommen zurück hier bei FIFA 16. Ich bin der Tim und wir sind hier zuletzt stehen geblieben, dass die hier uns 57 Millionen geben, dann wird es 65. Hachu! Alter Vater! Okay. Lassen die Aufstellung. Jetzt das Spiel gegen Chelsea. Die Karriere wird übrigens auf Profi laufen. Ja. Fortgeschritten ist den Browser. Oh, ups. Lol, alles klar. Ach, Mann. So. Chelsea mit dem Anstoß. Das zweite Spiel in der Gruppe läuft. Ja. Das ein oder andere Highlight haben wir ja schon gesehen im Wettbewerb. Mal sehen, ob es heute so weitergeht. Hier also die Aufstellung des FC Chelsea. Oh. Wir sehen die Mannschaft heute mit der 4-5-1-Formation. Und so tritt der BVB heute also an. Bei Ihnen sehen wir hier und heute ein klassisches 4-5-1 Aubameyang. Hoppala. Da kann er sich den Ball holen. Das macht er gut. Schade. Das war eine richtig gute Chance. Leider mit dem Fehlpass von Aubameyang. Mann, ich komme diesen Wechsel leider nicht klar. Wird's jetzt gefährlich? Diego Costa. Ah, das springt Kürkin leider vorbei. Erster Schuss, erstes Tor. Hoffe für den Gegner, dass sie nicht weiter so effizient auftreten. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Hey, wo spielst du? Und jetzt Einwurf für Chelsea. Pedro am Ball. Chelsea ist ein richtig starkes Team, also Hut ab vor denen. Er spielt den Pass zurück. Kann er den Ball behaupten? Flanke war ein bisschen schlampig, deshalb kein Problem für die Verteidigung. Und Marco Reus. Marco Reus ist ja nicht nur herausragend im Dribbling, sondern auch bei ruhenden Bällen. Ja, hat schon dank seiner super Schusstechnik den einen oder anderen Freistoß versenkt. Also Fouls in Strafraumnähe sollte man vermeiden. Matic. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Kann er flanken? Nein! Oh Gott, er nimmt den Ball nicht an. Scheiße. Er pfeift sie zurück. Es geht abseits. Immer dieses Abseits. Und dieser Typ, der steht immer im Abseits. Jedes Mal. Gonzalo Castro jetzt. Das gefällt mir so. Das gefällt mir nicht bei dem. Oh Super Gott. Trick und dann ist er vorbei. Und Kagawa. Pien voll umgewechselt. Klasse gemacht vom Verteidiger. Obi Mikkel. Jetzt Diego Costa. Jetzt Mkhitaryan. Hoppala. Eieiei. Gefährliche Flanke. Flanke war nicht schlecht, aber die Abwehrspieler standen gut. Oh, wunderschön. Chelsea hat den Ball.
Nein, Digga, scheiße. Aus. Der Ball ist draußen, gibt Einwurf für Dortmund. Kagawa. So, Kratis bleibt dran, aber kann den Ball nicht behaupten. Jetzt Aubameyang geht nicht dran. Reus auf der Außen. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch oh Mann. Von allen Spielern. Große Klasse. Und er schießt. Oh den Gott. Hält er super. Geht doch dran. Der Schuss war nicht besonders. Er geht weit vorbei. Matic. 60 Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Mein Gott. Hier geht also nicht mehr. Ich komme nicht dran. Gibt's doch nicht. Alter, jetzt geht's doch. Ey, wo spielst du in den Liga? Auch komm, das weiß ich nicht. Jetzt kommt die Auswechslung beim FC Chelsea. Und da sind wir schon mittendrin in der zweiten Hälfte. Und mal sehen, wie sich dieses zweite Gruppenspiel jetzt entwickelt. Super Aktion, gut geklärt. Viel zu weit. Diego Costa. Den Ball kann er abfangen. Jetzt oh ist der Gott. Ball weg. Da setzt er sich gut durch. Er bekommt hier Unterstützung. Kagawa. Sehr gefährlich ja, geworden, aber gut aufgepasst. Falsche Taste. Gleich wird hier gewechselt. Jo, Bewegung in der Seitenlinie. Jetzt Matic. Was? Oh Gott. Ja, scheiße, Enagard. Da kommt er nicht vorbei. Er verliert den Ball. Was? Super Flanke. Keeper war dran. Er faustet den Ball weg. Jetzt schießt er. Den Ball holt er sich. Nichts gerissen. Und jetzt der BVB. Ah, und Eden Hazard. Douglas Costa ist zu Bayern München gewechselt und verlässt Schachtjo Donetsk. Ein echter Kuhwolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten dürfen froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Und Pedro, da zieht er ab. Super gemacht vom Torwart. Und jetzt gibt's die Ecke für Chelsea. Oh Mann, das sind alles so starke Spiele. Es ist echt so krank. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Er geht abseits. Nice. Den Ball holt sich Chelsea. Der Ball kommt. Gut aufgepasst, er hat die Flanke. Gut aufgepasst vom Torwart. Klares Zeichen jetzt. Jetzt wollen sie hinten dicht machen und das Ergebnis verteidigen. Man sieht hier ganz deutlich die neue Taktik. Tief stehen, den eigenen Strafraum abriegeln und hinten bloß nichts zulassen. Ich bin sehr gespannt, ob das gut geht. Piszczek. Und nun Castro. Obi Mikkel. Das gibt's doch nicht. Matic.
Jetzt Matic. Hazard. Ich komme einfach nicht vors Tor, es ist so unnormal. Diego Costa jetzt. Sag mal. Jetzt Fabregas am Ball. Und Diego Costa. Abgepfiffen, das war abseits. Jetzt geht der mir wieder aufs Keks. Schmelzer. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Ja, das könnte ihre letzte Chance sein, hier zumindest noch auszugleichen. Da kommt er ein Stück raus und nimmt den Ball auf. Gibt's denn nicht. Ich kann noch mal auswechseln. Ups. Krieg ich das noch hin? Ne, scheiße. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird gewechselt, wie ich sehe. Ja, scheiße. Heute 1:0 verloren. Zum Sieg gereicht, 1:0 der Endstand. So, sie konnten die Partie nicht gewinnen. Diese Niederlage müssen sie erstmal verpacken. Ja, aber es bringt ja nichts, sich jetzt lange damit aufzuhalten. Sie können es im nächsten Spiel ja wieder besser machen. Wie ist deine Meinung zur heutigen Leistung von Diego Costa? Die haben Geld. Die haben Geld und ich brauche Geld. Das war's dann noch mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao.